Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Und es ist soweit. Ich habe alle meine Spieler aus der Liga A verkauft. Den einzigen Spieler, den ich nicht verkauft habe und den ich auch nicht verkaufen musste, war Once to Watch Draxler, weil den möchte ich unbedingt noch behalten, bis er die nächste Info bekommt, geupgradet wird. Dann kann ich ihn halt mit richtig fetten Gewinn verkaufen. Er müsste ungefähr 300.000 momentan wert sein. Wenn die nächste Info rauskommt, ist er vielleicht 400, 500.000 wert. Deswegen, ja, den würde ich gerne noch halten. Aber ich habe ja auch so ein recht gutes Team zusammenbauen können. Und wir machen jetzt hier quasi ein kleines Squad-Building. Ich zeige euch, welche Spieler ich gekauft habe und warum. Das geht los mit unserem geliebten Peter. Er heißt, glaube ich, Peter mit Vorname, ne? Ist er Peter oder Patrick? Ich bin mir gerade unsicher. Egal, auf jeden Fall mit dem lieben Herrn Schmeichel. Ach, da steht's ja. Wie komme ich auf Peter? Peter Schmeichel, hä? Egal, Kasper Schmeichel. Da steht's ja, Kasper Schmeichel. Genau, und unglaublich billig, das ist die Second-Info von dem. Das ist meiner Meinung nach von den Werten her, von den ausgeglichenen Werten her, der zweite, aber mindestens der drittbeste, Verteidiger, sage ich schon, Torhüter in der Premier League. Wenn man andere Infos zu außen, also Inform Loris ist der Beste, der ist sogar besser als De Gea. Dann müsste De Gea kommen. Und dann kommt eigentlich schon Kasper Schmeichel. Courtois ist auch nicht schlecht, aber hat, glaube ich, einen ziemlich schlechten Hechtwert. Also der ist halt einfach nicht so komplett wie der Schmeichel. Der hat halt super krasse Werte. Der ist nicht der allergrößte mit 1,85, aber das ist, glaube ich, scheißegal. 87 Hechten, 89 Reflexe, 86 Ballsicherheit, 70 Tempo, was super schnell ist für einen Torhüter. Leider, in Anführungsstrichen, leider 90 Abschlag und 85 Positionsspiel. Wenn nämlich diese 90 Abschlag, ich sage das immer wieder, wie bei Fährmann nicht drin wären, also wenn er jetzt beispielsweise die Punkte von 90 Abschlag auch wieder, ich glaube, der Fährmann hat nur 56, 56 hätte, könnte der halt hier locker, weiß ich nicht, 90 Hechten, 90 Reflexe haben und dann wäre halt ein viel schlechteren Abschlag. Würde mir natürlich besser gefallen. Ich nehme es auch so mit. Es sind immer noch sehr, sehr gute Werte. Dazu der Champions League Style Glove, der wieder Hechten, Ballsicherheit und Positionsspiel verbessert, was ja auch von den wichtigen Werten Positionsspiel, Ballsicherheit, Hechten und Reflexe die schlechtesten Werte sind, weil Reflexe sind am höchsten. Und der kostet gerade mal 35.500. Also ich hätte halt gedacht, dass einfach alle guten Spieler in der Premier League super teuer sind. Aber es gibt Spieler, wo man denkt, ach du Scheiße, warum ist denn der so teuer? Und dann gibt es wieder Spieler wie dieser Kasper Schmeichel, der einfach mega preiswert ist und der musste ins Tor, logisch. Außerdem gefällt er mir auch irgendwie. Also keine Ahnung, von Leicester City, schönes Ding. So, kommen wir jetzt zur Innenverteidigung. Da haben wir erstmal Inform Reed. Ja, wir haben den immer in der Verteidigung bei den Gegnern gesehen. So oft wurde Inform Reed gespielt und hat auch sehr schöne Werte. Die Grundwerte sind schon 75 Tempo, 86 Defense, 85 Physis. Und was bei ihm wichtig ist, er ist verdammt groß. Und wir wissen ja, dass die Größe eine gewisse Rolle spielt im Spiel, dass man da noch deutlich robuster rüberkommt, egal was der Stärkewert sagt. Wenn man groß ist, kommt man robuster rüber. Man gewinnt die Kopfballduelle besser. Ich denke, deswegen wird er auch sehr gerne gespielt von den Spielern, die Premier League nehmen. Ja, Inform Reed, der 90.000 gekostet hat. Ich hätte ihn auch einen Tick teurer eingeschätzt, aber bin froh, dass er nur 90.000 gekostet hat. Dann natürlich Shadow. Er ist nicht so ultra schnell, dass ich ihm kein Shadow geben kann. Deswegen Shadow, was Tempo und Defense boostet. Warum, darüber haben wir schon geredet. Ich habe einfach gemerkt, dass dann Shadow doch meistens besser als Anker ist. Das ist also Nummer 1. Und Nummer 2, den kennt ihr schon. Den hatte ich ja schon in meinem ursprünglichen Team drinne. Smalling, der ist ja hinreichend bekannt. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch schon gespielt. 77 Tempo, 84 Defense, 84 Physis und auch in Chemistry Style Shadow. Passt. Jetzt habe ich auch diese geupgradete klassische Innenverteidigung mit Inform Reed und Smalling, also Upgrade, weil normalerweise Smalling Bailly und das Upgrade ist halt Inform Reed und Smalling. Ich werde aber definitiv hier auch mal, jetzt nicht direkt im nächsten Spiel, aber hier irgendwann auch andere Innenverteidiger testen statt Smalling, weil mich die anderen auch interessieren. Aber erstmal fangen wir damit an, weil Smalling hatte ich schon, muss ich nicht kaufen. Jetzt gucken wir mal, wen wir auf welche Seite stellen. Schwacher Fuß rechts, schwacher Fuß, links, schwacher Fuß links, bei beiden 3 Sterne. Pass 55, Pass 56, oder oh, die haben beide nicht so guten Passwert. Na, trotzdem wechsle ich die dann. So. Jetzt geht's zum Linksverteidiger. Leighton Baines, der müsste Leighton Baines heißen, oder? Ja, Leighton Baines in Form, oder ist es sogar die Second in Form? Es könnte auch die Second in Form sein, das weiß ich nicht genau. In Form oder Second in Form, Leighton Baines, 85, ich glaube, es ist nur die in Form, 85er Linksverteidiger. Gar nicht mal so ein hohes Tempo mit 77, aber wenn man ihm Shadow gibt, bekommt er definitiv so einen krassen
Tempo-Boost, dass das komplett ausreicht. Und meiner Meinung nach war er von den Werten her einfach der Geilste. Ich meine, guckt euch das an. 81 Dribbling, 80 Schuss für einen Linksverteidiger, 84 Defense, 80 Physis, 86 Pass. Also ein sehr gut nach vorn mitspielender Linksverteidiger, der dann auch mit Shadow definitiv schnell genug ist. Und wie entscheidend gute Außenverteidiger sein können, weiß ich mittlerweile. Also die können einfach über die Außenbahn so viel wegräumen. 111.000, also hat auch ein bisschen was gekostet. Dann auf der rechten Seite haben wir auch eine Inform, und zwar Coleman. Das ist, glaube ich, auch nur eine Inform, keine Second Inform. Ähnelt auf jeden Fall dem Leighton Baines. Nicht ganz so krass, was das Passspiel, den Schuss angeht. Aber 81 Tempo deutlich schneller. Trotzdem Shadow drauf, damit er, wie gesagt, eine richtige Abwehrrakete wird. 81 Dribbling, 84 Defense, 81 Füße. Und wie gesagt, sein Pass ist, also seine Ingame-Werte für Pass sind auch schon sehr gut. Von daher, der musste sein, der gefällt mir auch besser als der normale Walker. Der Inform Walker kostet, glaube ich, 500.000. Das will und kann ich mir nicht leisten. Der kostet gerade mal 92.500. Kommen wir jetzt zu den zwei Sechsern. Da kann ich direkt sagen, die sind ein bisschen unspektakulärer, denke ich. Und zwar haben wir die erste Nicht-Inform mit Touré. Also erste Nicht-Inform auf der Sechser-Position mit Touré, der auch kein klassischer Sechser ist. Der ist mehr so ein zentraler Mittelfeldspieler. Sieht man auch an den Werten, 74 Tempo, 77 Dribbling, 83 Schuss, 81 Pass, 84 Physis, nur 69 Defense. Deswegen hat er auch den Champions League sei Shadow gegeben, um eben die Defense maximal zu boosten. Aber seine Ingame-Werte sehen sehr gut aus, er hat einen guten Distanzschuss, er hat einen guten Passwert. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, es gibt gar keine, also Sechser, die ich mir leisten kann, die geil sind in der Premier League. Es gibt nicht so viele wirklich richtig geile Sechser in der Premier League. Also in der Premier League scheint mehr das Zentralmittelfeld gespielt zu werden. Also die scheinen weniger mit klassischen Sechsern zu spielen und mehr mit zentralen Ballverteilern. Und deswegen gab es einfach nicht so, also was ich mir leisten konnte, nicht so die geilen Sechser. Aber ich glaube, der ist trotzdem sehr geil mit dem Champions League Style Shadow. Ansonsten ist das wahrscheinlich die erste Position, die ich austauschen würde in dem Team. Es ist jetzt mit eins unserer Hauptteams. Er kostet trotzdem 50.000. Kann man nichts machen. Also er ist wahrscheinlich trotzdem ziemlich gut spielbar, sonst wäre er nicht so teuer als 84er. Und wie gesagt, das könnte die erste Position werden, die wir dann austauschen werden, aber das werden wir dann sehen. Die andere Position ist, denke ich, relativ unstrittig, und zwar ist das zwar auch eine Nicht-Inform, aber Kanté, Freunde, Kanté. Wir alle wissen, wie super nervig der im Mittelfeld ist, und es liegt vor allem daran, dass er einen richtig krassen Interception-Wert hat, also so Abfangwert von über 90, und das ist meiner Meinung nach immer sehr wichtig bei den Sechsern, und da hat er halt von Haus aus schon einen über 90, ich glaube 92 oder so, hat er da schon von Haus aus als 83er, und ja, hat insgesamt gute Defense-Werte, 84 Physis, ist auch körperlich sehr stark und hat vor allem massiv viel Ausdauer, ich glaube sogar über 90 oder so, kostet auch fast 40.000, und ich habe dem Champions League Style Powerhouse gegeben. Warum das? Defense natürlich, damit die Defense massiv geboostet wird, ist ja ein Sechser. Aber ich habe mich mittlerweile auch so dermaßen an die guten Pässe meiner Sechser gewöhnt. Vidal, Second In von Bentaleb, Third In von Verratti, Tolisso. Das waren einfach alle Spieler, die einen guten Pass spielen konnten. Und es macht einfach so einen riesen Unterschied aus, ob man einfach nur Sechser hat, wie Matic oder sowas, die nicht wirklich so geil krass passen können. Weil die kommen ja auch oft aus der Tiefe, dass sie mal einen Pass in die Tiefe reinspielen, in die Schnittstelle, einen schönen Laufpass oder auch einfach noch so einen schönen Pass. Deswegen habe ich ihm Powerhouse gegeben, wo er halt so richtig geile Passwerte noch bekommt. Schnell genug ist er eigentlich schon mit 80 Tempo. Wenn nicht, kann ich ihn immer noch irgendwann Shadow geben, weil Powerhouse ist super billig. Ich glaube, ich habe 350 bezahlt für den Champions League Style Powerhouse. So, wir schauen, wer wohin geht. Rechtsfuß, schwacher Fuß, 3 Sterne. Was? Ich bin noch nicht rausgegangen, oder? Was war das denn gerade? Rechtsfuß, schwacher Fuß, 4 Sterne. Das heißt, wir wechseln die Position mit Kanté. Kommen wir jetzt. Ah, kommen wir erstmal zum RM, den jeder kennt. Natürlich. Ach, der ist wieder ganz hinten. Da Silva, da Mané, unser guter Mané, der einfach die. Er kennt ihn so krank gewährt. Ich habe ihm jetzt den Champions League Style Maestro gegeben, was dann Dribbling, Schuss und Pass boostet. Das ist, glaube ich, optimal bei ihm, weil eigentlich schon alles sehr krass ist. Rechtsfuß, 3 Sterne auf den schwachen. Jetzt links, da habe ich, das ist einer meiner Spieler, den ich unbedingt spielen wollte. Den wollte ich unbedingt. Ich wusste ja am Anfang nicht, ob meine Kohle reicht für die ganzen Spieler hier. Deswegen habe ich angefangen und mir am Anfang, als ich die ganzen Spieler aus der Liga A verkauft habe, habe ich damit angefangen, mir erstmal die Spieler zu kaufen, wo ich halt wusste, die willst du auf jeden Fall unter jeden Umständen im Team haben. Ich hätte dann angefangen mit Peter Schmeichel, aber der war auch super billig, aber das war einfach der beste
Torhüter, den ich mir leisten wollte. Also in Form Loris kostet, glaube ich, über 400.000, weil es ihn fast nicht mehr auf dem Markt gibt. Der spielt keine Rolle. Ja, genau. Und De Gea wird wahrscheinlich auch weiter im Preis sinken. Deswegen, ich wollte halt ihn auf jeden Fall haben, weil er mit einer der besten Torhüter ist in der Premier League und ich ihn irgendwie mag. Ich weiß auch nicht, Kasper Schmeichel, ich finde ihn irgendwie gut. Und den wollte ich auf jeden Fall haben. Das war der erste. Und dann danach kam schon mein LM. Den LM wollte ich auch. Oh, was mache ich denn jetzt wieder? Den LM wollte ich auch unbedingt haben. Und es ist Reus. Nee, Quatsch. Arnautovic. Second Inform Arnautovic. Es gibt zwar auch noch eine dritte Inform von ihm, aber die dritte Inform, die ist ein RM, also rechtes Mittelfeld. Und auf dem rechten Mittelfeld spiele ich Mané. Und zwar für immer. Also ich wüsste nicht, warum ich irgendwann mal Mané, so einen krassen Spieler mit 400.000 Wert, warum ich ihn jemals abstoßen sollte. Es sei denn, er bekommt eine vierte Inform und ich ziehe die FUT Champions vierte Inform davon. Selbst wenn er eine vierte Inform bekommen würde und ich könnte ihn mir leisten, würde ich ihn nicht machen, weil es wäre Verschwendung. Genau, ja, Second Inform Arnautovic, weil die dritte Inform ein RM ist und da will ich und kann ich ihn nicht spielen. Aber die Second Inform ist auch schon super krass. 82 Tempo, was wir natürlich mit Catalyst massiv boosten, sodass er sogar über 90 Tempo bekommt. 88 Dribbling, 85 Schuss, 85 Pass, 86 Physis und er bekommt Pass und Tempo geboostet. Er ist auch in der 1,92, das ist halt so geil. Er ist dribbelstark, er hat einen massiven Körper, hat über 90 Körperstärke und dribbelstark. Er ist schnell, niemand will an den Ball kommen, niemand kommt an den Ball, wie bei Mané. Das ist das Krasse, dass die einfach schnell sind, aber dribbelstark und dann aber auch noch körperlich stark. Da habe ich richtig Bock drauf und das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. In FIFA 13 war der noch bei Bremen als Stürmer unterwegs. Und da war es der beste Stürmer und also in der Bundesliga als, ich glaube, 76er, genau, er war ein 76er Stürmer, aber damals war das halt alles so merkwürdig noch bei FIFA 13, dass er trotzdem der beste Stürmer war, egal wie die anderen Wertungen waren. Und der war auch mit einer der besten Stürmer im ganzen Spiel. Also logischerweise gab es viele, die besser bewertet waren, aber aufgrund seiner Körperstärke, die damals viel ausgemacht hat, war einfach so ein unglaubliches Biest, das ging gar nicht klar. Und ich hoffe, er ist immer noch so ein Biest. Jetzt ja nur als 86er. Also den wollte ich auf jeden Fall auch haben. Die Außenverteidiger waren auch welche, die ich unbedingt haben wollte. Reed wollte ich unbedingt haben. Aber wie gesagt, immer in der Abstufung, ne? Also als erstes kam Schmeichel, dann kam Arnautovic. Wobei Arnautovic kam eigentlich als erstes, Schmeichel kam nur vorher, weil ich wusste, dass er nicht viel kostet. Ja, dann gab es immer so eine Abstufung, die will ich eigentlich haben, aber wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Dann wollte ich auch den Stürmer unbedingt testen. Und zwar Second Inform Benteke. Der war auch in FIFA 14, glaube ich, und in FIFA 15 wahrscheinlich auch schon. Und vielleicht auch noch in FIFA 16. Der war auch so ein Monster, dass seine Körperstärke durch sein Dribbling und seinen Abschluss 81 Tempo, 84 Dribbling, 89 Schuss, hat auch einen guten Pass. Ich glaube, eine Vision von 83, also eine Übersicht. Und ich glaube, einen Kurzpass auch von mindestens 80 oder so. Deswegen auch 75 Pass da stehen. 89 Physis. Der hat mega viel Ausdauer, glaube ich. Er hat auch wieder das Attribut Körperstärke, er hat über 90 Stärke, er ist auch wieder relativ dribbelstark und 1,90. Das ist so unglaublich. Einfach Benteke, Arnautovic und Mané. Beide, also was heißt beide? Zwei von den dreien sind sehr groß. Das ist einmal Benteke mit 1,90 und Arnautovic 1,92. Mané ist jetzt nicht so riesengroß mit 1,75, aber alle drei haben halt massive Körperstärke und massive Ausdauer. Das sind eigentlich solche Bomben, das ist so krank. Und ich hoffe, die gehen so ab, wie ich denke, dass sie abgehen. Ich bin echt gespannt. Und ich habe ihnen hier Sniper gegeben, weil ich erstens, ja, Dribbling hat er zwar 84 auf der Karte stehen, aber kann ruhig besser werden. Und weil er aber zwar insgesamt einen relativ ausgeglichenen guten Abschluss hat, deswegen ja auch 89 auf der Karte steht, also hat ein gutes Positionsspiel, guten Abschluss, ich glaube, er hat eine Schusskraft von, ich weiß nicht, 89 oder nee, 92, ich weiß nicht, ich glaube sogar über 90 Schusskraft. Er hat einen ganz guten Distanzschuss, schon mit 85, glaube ich. Aber Abschluss und Positionsspiel könnte noch geiler sein. Und Sniper boostet halt Abschluss und Positionsspiel massiv. Da kommt er jetzt, glaube ich, bei beiden Werten auf fast 99. Hat halt schon die mega krassen Distanzschuss, hat auch dieses Attribut Distanzschütze. Von daher glaube ich habe ihn auch so gekauft. Ich glaube, Sniper passt gut zu ihm. Wenn nicht, ich kann es ja immer wieder wechseln. Und jetzt kommt ein ZOM, mit dem habe ich gar nicht gerechnet am Anfang, weil er so teuer ist. Ach ja, Arnautovic hat gekostet
57.500, auch komplett lächerlich für so eine Second Inform, aber wahrscheinlich, weil er so langsam ist. Und Benteke hat 110.000 gekostet, eigentlich auch ziemlich lächerlich für einen Second Inform 86er Stürmer. Vor allem Benteke war halt wirklich früher sehr beliebt, also ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube FIFA 16 auch noch. Auf jeden Fall FIFA 15 und ich glaube FIFA 14 war da sehr beliebt. Ja, und jetzt kommt ein ZOM, mit dem habe ich gar nicht gerechnet, weil ich gedacht habe, den kannst du dir nicht mehr leisten. Ich konnte mir aber dann doch leisten, weil ich gesehen habe, oh, du hast vergessen, Tolisso zu verkaufen. Ich hatte Tolisso als einzigen noch auf meiner Transferliste stehen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie vergessen, ihn auf die Liste zu stellen. Und der war halt 110.000 oder sowas wert. Und deswegen konnte ich mir dann leisten, De Bruyne! Wie geil ist das denn? Das, also ein absolutes Biest sieht man nicht so oft in gegnerischen Teams, weil er halt auch relativ teuer ist. Aber wenn er sieht, komplett am Durchdrehen, total nervig. Seine Stats sehen jetzt gar nicht so krass aus als 88er, aber er spielt sich halt einfach mega krass. Also zumindest was die Gegner mal so gezeigt haben. 77 Tempo, 84 Dribbling, 83 Schuss, 86 Pass, hat richtig geile Passwerte, 75 Physis, hat auch eine höhere Körperstärke, als ich gedacht habe, hätte, und mit 1,81 ist er auch größer, als ich gedacht hätte. Vier Steine auf den schwachen Fuß, Rechtsfuß, und ja, ich habe mir Maestro gegeben, Dribbling, Schuss, Pass, was geht. Also das Team ist schon mal ziemlich geil. Ich denke, die einzigen, die nicht so krass aussehen, ist das Mittelfeld, das Defensive mit Kanté und mit Touré. Aber bei Kanté wissen wir, er ist ein Monster. Und bei Touré glaube ich es ehrlich gesagt auch. Aber wie gesagt, das wäre der erste, den ich austauschen würde. Das werden wir dann also merken. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz auf die Füße. Schwacher Fuß links. Okay, Kanté, also Rechtsfuß mit einem schwachen linken. Touré fast beidfüßig. De Bruyne fast beidfüßig. Arnautovic müsste auch fast beidfüßig sein. Genau. Benteke auch 4 Sterne. Mané leider nur 3 und Rechtsfuß. Das ist ein bisschen schade, weil er spielt auf der falschen Position. Jetzt noch Spielerrollen. Linke Eckstöße, rechte kurzer Freistoß. Hat Touré so einen guten Freistoßwert? Okay, lassen wir ihn mal. Elfmeter Baines, nee, weil ich weiß nämlich, dass durch Sniper Benteke einen Elfmeterwert von 99 bekommt. Und Kapitän, auch hier möchte ich da wieder Peter Schmeichel. Warum soll ich immer Peter sagen? Kasper Schmeichel. So, wie alt ist eigentlich der liebe Kasper? 86er Baujahr, also 30, ja passt. Okay, jetzt noch die Spieleranweisungen. Ausgewogener Angriff. Hinten bleiben, normales Abfangen. Hinten bleiben, normales Abfangen. Hinten bleiben, normales Abfangen. Hinten bleiben. So, wer darf denn nach vorne mitspielen? Ein Sechser darf nach vorne mitspielen. Und weil Touré einen guten Abschlusswert hat, darf Touré nach vorne mitspielen. Ausgewogene Defensive. Ausgewogener Angriff. Normales Abfangen. Genau. Manndeckung. Ausgewogene. Nach vorne. Hinten bleiben bei Angriffen, Kanté, wichtig. Er hat eh Arbeitsraten, wo viel hinten bleiben wird. Dann grundlegende defensive Unterstützung aus. Wie habe ich denn das in der Bundesliga? Bleiben die da vorne, die LMs? Nee, ne? Aber ich guck mal nach. Hier habe ich die auch schon auf die Bank gesetzt, mein englisches Team. Grundlegende defensive Unterstützung, ausgewogene horizontale Verteilung, Abwehr überlaufen, ausgewogene Flankenläufe, alle Freiheiten, normales Abfangen. Okay. Hatte ich eigentlich noch die taktischen Einstellungen geändert? Individuelle Taktiken. 50-50, 55, 50-55. Hatte ich irgendwas geändert? 55, 50, 55. Ich glaube, das habe ich geändert. 55, 50, 55. Nee. Ich habe wieder alles auf Standard, okay. Ja, dann lassen wir das auch so, weil damit bin ich eigentlich gut klargekommen. So, jetzt wissen wir auch die Anweisungen wieder. Grundlegend defensiv ausgewogen, horizontale ausgewogene Abwehr überlaufen, ausgewogene Flankenläufe. Alle Freiheiten, normales Abfangen. Abwehr überlaufen. Alle Freiheiten. Vorn bleiben.
Alle Freiheiten. Konservatives Abfangen. Oh, nee, normales Abfangen. Ist ja egal. Ich meine, wenn man normales Abfangen macht, dann fangen die halt, wenn es klappt, meistens die Bälle ab und laufen nicht ins Leere oder so. Das passiert nur bei energischen Abfangen. Ausgewogener Angriff, Abwehr überlaufen. Normales Abfangen. Abwehrkette unter Druck setzen. Passwege zustellen. Grundlegende defensive Unterstützung. Abwehrkette unter Druck setzen. So. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal noch die Fitness. Ansonsten machen wir nämlich mal ein Spiel. Die Innenverteidiger haben nicht die beste Fitness und der Außenverteidiger auch nicht. Ich müsste jetzt aber zwei Spiele mit der Mannschaft machen. Das heißt, wir müssen denen, die es brauchen, mal Fitness geben. Wie viel haben wir denn? Oh, wir haben nur noch zwei. Da wäre es ja fast interessant, eine Teamfitness zu verwenden, aber es ist halt fast schon wieder Verschwendung, ne? Aber es sind halt schon einige. Es sind eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs. Also ich habe jetzt alle die Leute noch, sieben Spieler, alle mit die mitgezählt, die halt spätestens nach einem Spiel dann keine Power mehr hätten. Ja, wir müssen eine Teamfitness einsetzen, was soll, jetzt ist es mir wert. Ich habe auch jetzt gerade, es ist eigentlich schon total spät und ich kann mir vorstellen jetzt, dass ich nicht mein bestes Spiel mache. Aber ich bin natürlich so heiß auf das neue Team und freue mich jetzt auch richtig darauf, weil ich es mir halt einfach selbst zusammengestellt habe und nicht auf Zwang wegen der Weekend League, weil ich ein paar Spieler drin habe, auf die ich mich total freue. Einmal Kasper Schmeichel, dann, na, Arnautovic, De Bruyne, Benteke, Mané natürlich als Stammspieler und auch auf die beiden Außenverteidiger. Ich bin super gespannt, ob die Außenverteidiger wirklich so geil spielen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, aus diesem Grunde schauen wir mal. Sehr gut, Schwarz gegen Weiß. Oh Gott, ich bin fast schon ein bisschen aufgeregt. So, jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen einstellen mit der Mannschaft, aber es ist trotzdem immer noch das gleiche Spiel. Wir bekommen zumindest direkt ein, ja, ziemlich gutes Team. So, konzentrieren. Ich versuche einfach logischerweise genauso zu spielen wie immer. Es macht jetzt keinen Sinn, irgendwas anders zu spielen. Warum auch, was auch. Gut. Ich bin echt so auf Benteke gespannt. Oh, er verliert ein Kopfballduell. Schade. Touré ist zweimal am Ball. Das ist sehr interessant. Wie geht denn das hier los? Smalling, sehr gut. Ich meine, der Smalling in Abwehrbeast, das wissen wir ja auch. Sehr gut. Muss mal aufpassen, dass der Gegner nicht mit so einem paar Übersteigern oder sowas durchrennt. Sehr gut von Schmeichel. Ja, auch wie gesagt, sehr schnell ist für einen Innenverteidiger, für einen für einen Torhüter, so, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Sehr schön. Boah, krass, wie cool, wenn ihn einfach durch Körperstärke wegdrückt. Richtig geil. Komm, komm. Salah ist natürlich schnell. Richtig gut gemacht von Smalling. Das war gerade wieder so ein Zauberglanzstück von ihm. Sehr geil. So, Arnautovic ist mal durch. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob er hier sich vom Ball abdrängen lässt. Und er lässt. Gut, das war Colini, aber trotzdem. Aber ich denke, da gibt es auch viele Torhüter, die da schon faul pfeifen. Ich hätte wahrscheinlich köpfen sollen. So, jetzt bitte keinen Scheiß bauen, Reed, danke. Seine Formation nervt ein bisschen, also er stellt
ziemlich gut bisher die Räume zu. Also ist auch nicht so aggro. Sollte einfach nur einen normalen Pass machen, macht wieder so einen merkwürdigen Laufpass. Schade. Sehr geil von Coleman. Nein. Oh, schön rausgegrätscht, aber wir bleiben nicht im Ballbesitz. Sehr gut von Touré. Okay. Oh, Touré und Benteke, wir haben ja einige Schwarze im Team. Die sehen sich alle ein bisschen ähnlich. Mané, Touré. Die haben alle schwarze Haare, wenn die wenigstens mal andere Haare hätten. Scheiße, ich habe zu lange gebraucht. So, Mann, ich springe immer extra nicht hin mit einem Auto, bitte, damit wir nicht irgendwie einen dummen Kopfball zum Gegner machen. Schöner Pass auf Arnautovic. Letztes Mal vorlegen war dumm. Was? Holt er sich denn den Ball? Läuft nicht gut das Spiel, gefällt mir überhaupt nicht. Warum läufst du denn nicht? Ich schick dich 100 Mal. Oh, dann wird so ein einfacher Kurzpass verkackt. Aber egal, es steht immer noch 0-0. Das ist das Gute. Oh, dass jedes Mal diese blöden Flanken funktionieren. Nein, oh, eins zu weit. Ja, es müsste schon langsam 1-0 für den Gegner stehen. Leider. Läuft nicht gut. Ich habe noch kein einziges Mal geschossen. Fuck! Ich denke, ich muss was umstellen. Gehen wir mal um auf 4-3-2-1. De Bruyne, Arnautovic. Da müssen wir eigentlich Mané hinstellen. De Bruyne, Kanté, Touré. Mal schauen, wir haben ja Glück und damit läuft es besser, weil so kann es nicht weitergehen. Ich spiele aber auch nicht super gut, wie ich gesagt habe. Ich merke, dass ich nicht auf der Höhe meiner Möglichkeiten spiele. Und der Gegner ist halt leider kein leichter Gegner. Das merkt man halt auch. Er macht immer mal wieder so ein paar leichte Fehler, wie komische Grätschen ins Nichts. Aber insgesamt sind es jetzt keine
groben, krassen Fehler, vor allem vom eigenen Strafraum hat er bisher wenig oder eigentlich gar keine Scheiße gebaut. Und wir müssen auch zugeben, er hat ein bisschen Glück mit den zweiten Bällen. Das ist halt jetzt kein verdientes Tor. Das ist halt kein verdientes Tor. Es ist verdient, dass es 1-0 für ihn steht, aber es ist nicht verdient, wie dieses Scheißtor fällt. Weil er halt einfach wieder diesen verfickten zweiten Ball bekommt und dadurch meine komplette Hintermannschaft im Arsch ist. Diese Vollidioten, ey. Aber egal, wir haben noch genügend Zeit auszugleichen. Und das 1-1 zu machen, beziehungsweise... Natürlich schafft er das, den Ball drin zu lassen. Oh, abgefälscht, schade. Na, wenigstens mal ein Schuss und da Benteke ja kopfballstark ist, können wir auch direkt mal ins... den kurzen Pfosten flanken. Oh, das war leider gut gespielt. Das, okay, das war ein gutes Tor. Kann man nicht sagen, das war leider ein gutes Tor. Gut rausgespielt und krasser Abschluss. Aber wir hatten jetzt mit der Formation wenigstens auch mal einen Abschluss, deswegen... Krass, dass es nie als Foul gewertet wird. Wenn wir jetzt nochmal ein schnelles Tor machen, dann ist auch wieder alles drin. Oh, schießt doch einfach, ihr... Alter, De Bruyne schießt nicht, Touré schießt nicht, Benteke schießt nicht. Zweiter Ball wieder beim Gegner. Tunnel. Ich sterb einfach am Gegner. Wir müssen noch zwei Tore machen. Das ist echt. Boah. Mich regt halt dieses erste Tor so auf, ne? Es ist verdient, dass der Gegner geführt hat, klar, aber das erste Tor nervt und leider noch gar nichts Krasses gemerkt von meinem Teams, muss ich, von meinen Spielern hier, muss ich jetzt mal so sagen. Aber wie gesagt, ich spiele auch gerade nicht auf Top-Leistung und der Gegner spielt einfach gut, das muss man auch sagen. Ribéry, Müller. Hätte einfach mal ein schnelles Tor, komm schon, ich glaub dran, beißen, kämpfen. Wieder an den kurzen Pfosten auf Benteke. Komm, komm, ja! Ich wusste es! Benteke, ich hab's euch gesagt, Kopfballstark. So, bam, jetzt haben wir noch genügend Zeit für das 2-2. Kämpfen und beißen, jedes Spiel gewinnen. Bam! Komm schon.
Jetzt machen wir noch eins. Komm schon. 2-2, komm schon. Tunnels. Sehr gut, Baines. Komm, 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 komm. Oh, es wäre so verdient gewesen. Oh, Reparie! Fuck! Und wieder lag das ich den zweiten Ball. Oh mein Gott. Scheiße! Kriegt er nicht. Noch ein Angriff, aber wir haben auch den letzten nicht gut ausgespielt. Warum läuft denn der so beschissen? Warum läuft denn der so beschissen? Wer mir auf Zeit spielt. Was für ein scheiß Lacker, ey. Oh. Wichser, ey! Fuck! Das ärgert mich natürlich trotzdem. Es ist ein verdienter Sieg für einen Gegner, aber das 1-0 kotzt mich an. Krass, wie Benteke sogar Man of the Match ist. Fuck! Mann! Vor allem die eine Situation, wo drei Spieler von mir im Strafraum nicht schießen. Wie gesagt, Gegner verdient, gewinnt hier absolut verdient, aber es regt mich trotzdem auf. Ich mache jetzt eine Pause, restlichen Spiele am Samstag. Also jetzt die absolute Offenbarung oder so, dass die sich jetzt hier viel krasser und geiler angefühlt hätten als Liga A, war definitiv nicht der Fall. Kann an meiner spielerischen Stärke und an der des gegnerischen, an meiner spielerischen Stärke und an der des Gegners liegen. Logischerweise, wenn der Gegner nicht so gut ist, dann ist es halt geil. Wie gesagt, absolut verdienter Sieg für einen Gegner, aber es regt mich trotzdem auf. Weil der Gegner hat halt nicht irgendwie 3-0 geführt, sondern es ging halt nur noch um ein Tor und ja, scheiße, Mann. Egal, war jetzt nicht das beste Spiel, dieses Einstiegsspiel. Benteke zeigt zumindest, dass er kopfballstark ist und dass De Bruyne keine Vorlagen machen. Also, Ecken, bis morgen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.